Und weiter geht es mit der Star Wars Saga Collection der Phase 1 aus dem Jahr 2002. Hier in dieser Video zeige ich euch Figuren, die eigentlich schwerpunktmäßig auf Episode 2 hinauslaufen sollten. Aber hier zum ersten Mal Figuren, die hier auch aus der Originaltrilogie kommen und auch aus Episode 1. All diese Figuren haben einen sehr hohen Spielwert, was sie jetzt nicht unbedingt für Sammler interessant macht. Das habe ich schon öfter erwähnt. Die erste Figur ist Tawn Wee, eine Kaminoanerin, also eine Klonerin aus Episode 2. Eine neue Figur, neuer Charakter, neues Alien. Ja, finde ich klasse, dass sie es gemacht haben. So, Tawn Wee kommt hier mit einem Klontank, ein Klon-Embryo-Tank, wie man so sagen kann, leider ohne Baby-Embryo. Ja, aber gut, es ist ein kleines Accessoire, das es so vorher noch nicht gegeben hat und einfach dabei war. Die Figur selber ist sehr graziös, sehr dünne Arme und Beine, so wie die Filmvorlage eben. Die Arme sind hier nur beweglich nach oben und unten, ganz dünne Fingerchen. Die Hüfte ist beweglich und der Kopf nicht so, nein. Diese kleinen stelzenhaften Beinchen sind jetzt auch nicht weiter bewegbar. Also schöne Figur, die man eigentlich dann so im Hintergrund mit hinstellen kann. Und hier vom Faltenwurf eigentlich auch sehr schön gemacht. Wir haben hier diese Einkerbungen im Stoff. Der Gürtel schön bemalt. Und auch hier das Streifen längs der Arme. Auch der Kopf, seinen Alien, großen Alien-Augen mit ihr oder ihren und den, ja nicht Haar, aber halt hier dieser Fortsatz der Kopfbedeckung, wie eine Art Ohrring. Und hier der Faltenwurf, so wie im Film, als dass sie halt eben läuft. Die zweite Figur, wieder eine Jedi-Ritterkämpferin aus der Arena, aus Episode 2, diesmal hier Luminara Unduli, Jedi-Meisterin, welche schon wie bei anderen Charaktere der Jedi-Ritter hier in der Kampfpose kommt, mit einem statuenhaften Cape, welches im Wind weht. Der Vorteil an dieser Figur, sie steht ohne zusätzliche Stands. Ein kleines Lichtschwert wieder hier. Wir haben das typische Lichtschwert der abnehmbaren Klinge. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob dies dieses Original-Lichtschwert ist von ihr. Oder ob es ein mechanischer Knopfknauf ist, beziehungsweise ein magnetischer. Auf jeden Fall haben wir hier diese besondere Kennzeichnung des Lichtschwerts, das hier unten mit den Flammen einhergeht und den Knubbel, auf dem das Lichtschwert gesteckt werden kann. Problem natürlich immer wieder, es bricht leicht ab. Das natürlich nicht. Ja, also es bricht leicht ab und kann auch verloren gehen, wenn es auseinandergebaut ist. Auch sie hat wieder so ein Abwehrblaster, das man auf dem Lichtschwert stecken kann. War schon bei anderen Figuren dabei. Auch diese sind hier sehr festes Material, sodass es hier die Halterung schnell abbrechen kann und dann eigentlich nutzlos wird.
Figur selber auch wirklich so schön angemalt worden. Wir haben hier auch die Fingernägel bemalt, das Gesicht mit ihrer Tattoo, Kinn, Augen. Der Kopf ist jetzt immer bedrängt drehbar. Hüfte sollte auch drehbar sein, genau. Und die Beine sind eben fest modelliert, in der typischen Kampfpose. Das Gewand flattert hier eben im Wind, aber trotzdem separat alles hier angemalt, diese verschiedenen Muster. Hier hinten eine Tasche am Gürtel. Und die Arme, die sind jetzt eigentlich nur hier oben an den Schultern beweglich und an den Ellenbogen. Sie macht hier eine Jedi-Geste, was ich auch sehr schön finde. Aber sonst anders positionieren kann man es jetzt eigentlich weniger. Auch schön gestaltet hier dieser Zusatz am Rock. Sogar die Stiefel sind hier separat, oder die Knieschoner sind separat angemalt mit so bronzesilbernen Farben. So. Also in der Arena, wenn man so Diorama aufbaut, macht es schon was her. Auch hier oben an den Unterarmschützern gleiche Bemalung. Also wenn man nicht genau hinsieht, könnte man es schon übersehen. Dann haben wir als nächstes hier Count Dooku, der dunkle Lord Darth Tyrannus. Im Hangar Duell, Final Duel Version hier. Mit zwei Lichtschwertern. Ich glaube zwar nicht, dass er mit zwei Lichtschwertern mal gekämpft hat, aber sie kurz gehalten, weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig. Ich weiß, dass Anakin zwei Lichtschwerter hatte, aber Zusatz halt. Ja, Darth Tyrannus hat hier noch eine kleine Hologrammfigur dazu bekommen, und zwar Darth Sidious. Kleines Gimmick dazu, finde ich auch nicht schlecht. Auch sehr schön modelliert worden. So, und zur Figur selber. Wie gesagt, er hat hier zwei Lichtschwerter. Einer grüner hier, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den originalen jetzt dazu habe. Er hat hier einen mechanischen, keinen Kunststoff, sondern einen metallenen Lichtschwertgriff, eine Jedi-Ritter. Auch wieder hier die abnehmbaren Klingen. Und zum Zweiten hat er sein Lichtschwert dazu bekommen. Der gewundene Griff mit der roten Klinge. Ja. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es gibt Versionen, da kann man auch die Lichtschwertklinge abnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtige Lichtschwert dazu habe, aber ist ja okay. Noch weiter zu der Figur. Das Gesicht finde ich einigermaßen gut getroffen, also man erkennt Christopher Lee. Der Umhang hier ist aus einem festeren Material und kann hier bloß über die Schultern gelegt werden. Und man sieht hier die Kette noch angedeutet. Ich tue jetzt mal runter. Und er hat Bewegungspunkte in der Arm. Der ist etwas fester, hat wieder so einen Spielfeature-Mechanismus und man kann auch die Hand bewegen. Und die Beine halt hier zumindest eins nach oben und unten. In die Hüfte sieht man dann eben den Spielfeature-Mechanismus. Wenn man die Beine dann so zusammendrückt, schwingt er mehr oder weniger das Lichtschwert. Kann den Arm dann auch ein bisschen heben. Naja. Ja, es sind halt so Features, die halt eingebaut wurden.
wenn man es machen muss. So geht es ein bisschen besser, wenn man sie richtig eingestellt hat. So wie kann man halt dann Anakin wahrscheinlich dann den Arm leichter von Ellenbogen trennen. Ja, Ellenbogen. Als nächstes sehen wir hier den Badass Motherfucker. Samuel L. Jackson in der Rolle ist Mace Windu. Eine Figur, die hier sehr aggressiv herkommt. Also zumindest was den Gesichtsausdruck betrifft. Ah ja. Ja, also Mace Windu hier kommt zunächst einmal mit seinem lilafarbenen Lichtschwert, welches, ja komm schon, hier auch wieder einen magnetischen Knauf hat, auch wieder auseinanderzubauen. Und er hat hier natürlich, wie die andere Figuren, auch schon einen Magnet drin, so dass man das Lichtschwert etwas hier einbringen kann. Oder wie wir vorhin gesehen haben, dass es eben in der anderen Hand hält. Und kommen wir mal gleich zu dem Badass hier. Gesichtsausdruck schaut etwas komisch aus. Entweder gähnt er oder er hat einfach die Schnauze voll. Und das ist auch hier Corena-Konflikt, ja. Arena-Konflikt. Und entweder man gibt das Lichtschwert hier in beide Hände. Naja, und hier hinten hat er dann noch einen Auslösemechanismus. Ja, zum Lichtschwert schmeißen oder zum Köpfen. Aber man kann hier auch noch das Lichtschwert so in die Hand geben. Hält dann ein wenig besser. Er hat hier so eine kleine Einbuchtung bekommen. Das sieht zumindest etwas besser aus zum Halten. Schauen wir mal, ob es dann... Ja, von den Beinen her auch etwas beweglich. Standfestigkeit ist wieder eine andere Sache. Und wie gesagt, es ist, ja, ist halt ein Spielfeature. Das sind für Actionfiguren, für Kinder. Ja. Must have ist das jetzt eine andere Frage. Okay. Machen wir kurz das. Und hier haben wir Luke Skywalker aus Episode 5 auf der Wolkenstadt-Duell, Bespin-Duell, zusammen mit einer Wetterstange, also was auch sehr viel Spielwert hat, beziehungsweise einfach als kleines Diorama dazu, als Zusatz. Und für den Preise, was damals eben gehabt hatte, ja, war halt auch nicht bloß eine lapprige Figur dann drin. Also Luke hier kommt erstmal mit seinem Lichtschwert, welcher hier auch aus einem metallenen Griff ist. Und eben auch hier wieder abnehmbare Klinge. Da muss man es dann schon richtig draufstecken, wenn es also etwas schräg ist. Man sieht, dass hier dann ein bisschen schief bzw. Luft dazwischen ist. Also gerade aufsetzen. Und zum Bewegungspunkten. Er hat hier die Hände und die Unterarme bis zum Bewegen. Die Schultern. Die Beine haben hier noch Kniegelenke bekommen. Und er hat noch weiterhin hier einen, ich sage immer, Han Solo Blaster dazu. Der auch mehrfarbig angemalt ist, auch hier unten am Griff hat er ein bisschen eine blaue Färbung und man kann ihn in Holster stecken. Zack.
Und auch er hat einen Knopf hier hinten. Schauen, was er macht. Aha. Also schwingt aus der Hüfte heraus. Und jetzt haben wir gerade gesehen, das nächste Feature, was ich eigentlich noch warten wollte, aber man kann hier auch per Magnet die Hand abschneiden. Hierbei gab es drei Versionen. Einmal die, wo wir jetzt gerade gesehen haben. Einmal die hier etwas mehr Blut beinhaltete, habe ich jetzt nicht. Und dann gab es wohl noch eine Steckversion. Also ohne Magnet. Ja, bevor ich die Hand hole, schauen wir uns erstmal vielleicht das Gesicht nochmal an. Ist auch sehr schön detailliert, finde ich. Nämlich ganzen Schrammen und die blutende Nase, nassen Haare, die zerrissene Tasche hier, etwas schmutzigeres Sandanzug. Ja, dann holen wir mal die Hand wieder. Also man sieht hier im Laufe der Jahre, irgendwas bröckelt ab. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ob das vom Klebstoff ist, der den Magneten innen drin festhält, oder einfach Dreck ist. Auf jeden Fall durch den Magnet, ja, Schmutz ab. Und die Hand dann wieder reinstecken, beziehungsweise hält sie. Ja. Was reingedrückt, dann hält sie sogar besser. Ja, oh, sehr schön. Ja, und das Lichtschwert. Warum das das jetzt aus Ding ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann man es dann ein bisschen so reinstecken. Na, okay. Wie dem auch sei, beigepackt war hier noch diese Armbandage, die in Falken zum Einsatz kam, die man einfach dann hier über den Arm stülpt. Und dieser Fortsatz hier kann man auf der Krankenstation des Legacy Millennium Falken in ein Loch stecken. Auf der Krankenstation auf dem Bett, und dann wird es halt, ja, einfach dazu benutzt. Und es hatte hier noch die Wetterstation-Antenne, welche aus mehreren Teilen bestand. Wir haben hier unten einen Saugnapf, welcher entweder dann an die Wand gemacht wird oder eben als Standfuß dient. Hier unten kann man den dann reinstecken als Standfuß. Oder an die Wand machen. So. Und der obere Teil hier, der schwenkbar ist, der war auch nochmal auseinanderzubauen. Ich lasse den jetzt mal zusammen. Und so war der dann in der Verpackung eben drin. Die Idee dahinter, wenn er runterfällt, Luke, hält er sich ja mit den Füßen auch ein wenig fest. Ja, und somit kann man ein bisschen Diorama bauen. Und dann gab es noch den Gegenpart des eben gezeigten Luke Skywalkers, nämlich hier Darth Vader aus dem Bespin-Duell. Auch er kommt in einer dioramamäßigen Abwandlung mit Zusatz von Bespin. So, da ist er, der dunkle Lord. Auch er hat wieder ein Lichtschwert mit einem metallenen Griff bekommen. Auch hier wieder zum Auseinanderbauen. Und wie schon eben bei Luke. Ah, da muss man es richtig drehen, damit es einigermaßen passt. Er hat jetzt keinerlei irgendwie Magnet, doch, hat er. So, in seiner offenen Hand
Helda auch. Zack. Und man sieht schon der Umhang, welcher hier sehr schnell abfliegt, ist in einer Windpose gefangen, ebenso wie der Unterrock. Und auch er hat hier hinten einen Hüftschwungknopf bekommen. Um Luke damit vielleicht besser die Hand abschlagen zu können. Zack. Na gut. Die Hand sind, oder beide Hände sind hier noch beweglich. Hier dann noch mit dem Magnet drin, wie gesagt. Und der offenen Hand, die ihr seinen Sohn entgegenstreckt, um ihn auf die dunkle Seite zu ziehen. Ja, ansonsten von den Beinen beweglich. Von der Gestaltung her nicht schlecht, aber wie gesagt, die ja, Spielfeature ist jetzt hier überwiegender als die Vitrine, sage ich jetzt mal. Escape. Ja, gut, wenn man so vielleicht hinbringt und es hält auf Dauer, ist vielleicht nicht schlecht, aber Join me to the dark side. Auf jeden Fall das Feature, wo beigepackt war, ist hier ein Geländer der Wolkenstadt. Und diese drei Teile, diese Rohre, und die können dann eben auch abgeschlagen werden oder aufgesteckt, und das finde ich auch nicht schlecht. Sieht hier dann die verbrannten Rohrteile noch. Ja. Auch vom Geländer her auch auseinanderzubauen. Ganz spaßig, das zu besitzen oder zu einfach zu mit spielen zu müssen können. Weiß es nicht, ob hier noch geplant war, andere Sachen anzubauen und hier noch so Freiräume sind. Aber es ist eine nette Idee, einfach um seine Welten zu erweitern. Und dann gab es mal wieder eine Episode 2 Figur. Zwar ein Charakter, der schon mehrmals aufgetaucht war, aber hier wieder mal ein Final Battle Version von Jango Fett. Eine traurige Figur, wenn man so will. Aber gut, Episode 2 ist grausam. Also dieser Jango hier kommt mit seinen Doppelblastern, die auch schon bei den anderen Figuren dabei waren, die auch nicht weiter irgendwie ins Holster hineingesteckt werden können. Außerdem hat er ja in der letzten Szene einen seiner Blaster verloren. Er hat hier, na, jetzt haben wir es wieder gesehen. Mist, mal schneiden. Er hat hier einen Feuerspucker, ja, nicht Feuerspucker, wie nennt man es? Flammenwerfer. Man hier ein bisschen zurückziehen kann, eigentlich mit Federmechanismus. Naja, sollte er eigentlich rausschießen? Naja, egal. Auf jeden Fall schön angedeutet eben, dass er Count-Ogumace Mindu angreift. Kann man das doch, ja. Also eigentlich sollte er es Schuss machen und rausfliegen. Hände sind zum Bewegen. Er kommt in einer seltsamen Pose, vor allem mit den Beinen. Aber es hat folgenden Grund. Da komme ich gleich dazu. Schauen wir erstmal die Rückseite an. Wir haben das Jetpack. Der Helm selber ist hier
vom Visor her herunterzumachen. Und von den Beinen, wie gesagt, steht er etwas seltsam da. Und wenn man jetzt halt unseren Lieben angreifen lassen, ja, jetzt haben wir das Ding nicht mehr, ne? Unseren irren Mace Windu. Tja, deswegen steht er auch so komisch da. Ja, traurig aber war, die Beine sind auch zu bewegen, hier unten noch. Jetpack haben wir gerade gesehen. Abnehmbar. Ja, interessantes Gimmick. Und die letzte Figur für heute. Eine neue Version des Qui-Gon Jinn. Des Jedi-Meisters, der in Episode 1 Obi-Wan Kenobi ausgebildet hat. Von Darth Maul getötet wurde. Hat halt hier auch ein neues Update bekommen. Zunächst, ich hätte damals kein Update gebraucht. Sieht mehr so aus, als dass man ihn jetzt in die Arena stecken könnte, als Jedi-Ritter einfach, der im Hintergrund doch mitmischt. Er hat hier sein Lichtschwert dabei, beziehungsweise es scheint dies nicht das Original zu sein. Ich habe es nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo es ist. Auf jeden Fall müsste es eigentlich eines sein, dass man hier mit dieser Klinge ersetzen kann, um eben auch hier diesen Blasterabwehrstrahl aufsetzen zu können. Denn scheinbar haben sie wirklich eine unterschiedliche Dicke. Hier hält er nicht. Also auch sehr interessant, dass die und wirklich kleine Millimeter dicker sind. Und wie gesagt, hier unten dieses Steckmodul, wo der Schaft dann etwas deutlicher dicker ist. Die Funken raussprühen. Ja gut, von den Bewegungen her hat er, um das Lichtschwert zu halten, zwei Hände. Arme sind die Unterarme beweglich. Ja, und ihn irgendwie gerade hinstellen zu können, ist auch etwas schwer, ohne die Arme abreißen zu reißen. Er hat hier einen ruhigen Gesichtsausdruck. Aber dafür fliehendes Haar. Und eben auch eine Art Kampfstellung. Ja, also eher für die Arena im Hintergrund hinzustellen, um mehr Jedis zu haben. Aber jetzt für Episode 1, finde ich, gibt es jetzt eigentlich schon genug Qui-Gons. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.